Wir haben unter dem Namen Landwirtschaft verzaubert. Wir sagen Danke, wie das Wort sagt, weil die Stadt Solothurn verzaubern kann mit beleuchteten Traktoren, geschmückten Traktoren, weihnachtlich geschmückten Traktoren. Und wir wollen der Bevölkerung Danke sagen. Danke, für das sie unsere Produkte kaufen. Und Danke, für das sie Vertrauen in unsere Arbeit haben. Aber was ich heute gesehen habe, der Anklang, den wir ein paar Bauern hier haben ausgelöst. Die unzähligen Besucher, ich glaube, es hat sehr gut funktioniert. Etwas Wahnsinniges, wenn ich es so darf sagen. Und zwar wollten wir einfach von den Bauern her ein bisschen Licht in die Stadt bringen. Mit 56 beleuchteten Traktoren und ein bisschen verkleideten Bauern. Und was nachher abgegangen ist, ist einfach überwältigend. Unzählige Zuschauer in der ganzen Stadt, auf der ganzen Strecke. Extrem viel positive Feedbacks, Applaus und Daumen auf und ohne Ende. Die ganze Strecke, überall Leute, mehrfach, zum Teil dreifach hintereinander, auf den Stegen und überall jetzt Leute. Also, keine Ahnung wie viel, ich gebe keine Schätzung ab, aber für uns absolut, eben, wie gesagt, sprachlos. Wir wissen alle nicht, wie das so extrem kennen von uns, vom OK hätte ich gedacht, dass wir so viele Leute zusammenbringen. Zwischenbilanz, absoluter Wahnsinn. Ich bin immer noch sprachlos, eigentlich. Also, ich hätte das nie mitgedacht, dass so viele Leute sind. Wenn die Hälfte gekommen wären, hätte ich gesagt, das ist der Wahnsinn. Jetzt sind doppelt so viele da gewesen, wie ich das gedacht hätte, was schön wäre. Darum, ich kann es ja eigentlich gar nicht in Worte fassen. Ich muss einfach genießen und ein bisschen verarbeiten. Das Feedback ist auch gut und ich denke, es ist auch so, dass wir jetzt auch schauen, möglichst schnell, ob es eine Nachfolge gibt nächstes Jahr, ob wir gerade weiterfahren und das wieder durchführen.